Da werden schon die ersten Stühle geschmissen. Meine Damen und Herren, ich wurde schon oft erwähnt. Jetzt stehe ich leibhaftig hier am Rednerpult. Wir reden zum Thema alternative Maßnahmen zur Lockdown-Politik der Bundesregierung aufstellen. Das ist die Forderung der AfD zu diesem Tagesordnungspunkt. Und diese Forderung ist auch wirklich wichtig, um hier debattiert zu werden. Wie wichtig das ist, haben die 7 Vorredner hier in eindrucksvoller, peinlicher Weise bewiesen. Wir haben, Frau Rottmann, den Antrag extra ganz kurz und in fast einfacher Sprache abgefasst, dass Sie das alles begreifen. Und trotzdem haben Sie unseren Antrag nicht verstanden. Wir wissen nicht als AfD, was wir noch machen sollen. Seit nunmehr 13 Monaten versagt und dilettiert die Bundesregierung unter Angela Merkel und um Jens Spahn, der komischerweise immer noch im Amt ist, und versucht mit den Mitteln des Mittelalters, meine Damen und Herren, die Herausforderungen unserer Zeit in den Griff zu bekommen. Nicht etwa Experten entscheiden, sondern durch politischen Nepotismus ins Amt gekommene und im Amt gebliebene. Menschen werden beschwichtigt, belogen, eingesperrt, drangsaliert, Zwangsmaßnahmen unterworfen. Menschen, die sich gegen unsinnige Maßnahmen zur Wehr setzen, werden als Leugner bezeichnet. Und schließlich, die Herrscher verdienen sich an der Krise eine goldene Nase. Ich erwähne nur die erbärmlichen Korruptionsfälle in der CDU und in der CSU. Meine Damen und Herren, aber auch herrschaftstechnisch ist vieles sehr mittelalterlich. Waren damals alle Herrscher irgendwie miteinander verwandt, verschwägert oder verschwippt? So gibt es heute überall Koalitionsregierungen buntester Art und Weise. Jeder aus dem Altparteienreigen regiert irgendwo mit und trägt auch alles mit. Und hier im Bundestag versuchen sie dann erfolglos von Rot über Grün bis Gelb ein bisschen Opposition zu spielen. Und wie zu absolutistischen Zeiten interessiert es die Herrscher nicht, was geschrieben steht, was Recht ist. Gewaltenteilung, Föderalismus, Fehlanzeige. Seit etwa einem Jahr wurden wir von einem verfassungswidrigen Gremium regiert, das von der absolutistisch agierenden Bundeskanzlerin geführt wurde, die Ministerpräsidentenkonferenz abgerundet durch ein paar Bundesminister und handverlesene Haus- und Hofexperten. Apropos Mittelalter, es gibt auch die Inquisition und den Hofnarren. Das eine heißt jetzt Verfassungsschutz, das andere Karl Lauterbach. Meine Damen und Herren, alles wie früher, nur den Scheiterhaufen, den haben Sie nicht wieder eingeführt, wahrscheinlich weil das CO2-neutral nicht machbar ist. Viel Lug, viel Trug, alles angeblich alternativlos. Und genau hier kommt unser Antrag ins Spiel, meine Damen und Herren. Und jeder, der für ein selbstbewusstes, starkes Parlament und für eine lebendige Demokratie steht, der muss unserem Antrag heute zustimmen. Schluss mit angeblich alternativloser Mittelalterpolitik, die gestützt ist auf Hofstranzen, Hofnarren und Angsthasen, hin zu einem aufgeklärten Pluralismus, zu kraftvoller Politik, die von Experten gemacht wird und die im Parlament verabschiedet wird, meine Damen und Herren. Hätten Sie dies von Anfang an so gemacht, wie die AfD es ja auch gefordert hat, wenn das Grundlage Ihres Handelns gewesen wäre, stünde Deutschland wesentlich besser da, genauso wie Deutschland wesentlich besser dastehen würde, wenn die AfD endlich in Regierungsverantwortung käme. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich erinnere daran, dass um 11.05 Uhr die Urnen für die Wahlen, die wir am Beginn der Tagesordnung eröffnet haben, geschlossen werden. Wer noch wählen will, muss es innerhalb der nächsten 2 Minuten tun. Und jetzt hat das Wort der Kollege Sebastian Hartmann, SPD. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Unfassbar, mit welchem Hass die AfD agiert, wenn sie versucht, unser Land zum Scheitern zu bringen und diese Gesellschaft auseinanderzutreiben. Dabei sind doch Vertrauen und Akzeptanz das Wichtigste in einer Pandemie, die wir nur gemeinsam ehrlich und anständig bewältigen können, wenn es darum geht, eine globale Herausforderung in den Griff zu bekommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es ist gerade die AfD, die Partei, die den Klimawandel leugnet, wenn er nicht von Expertinnen und Experten aus ihren Reihen infrage gestellt wird. Es ist die AfD, deren Menschen in Intensivstationen liegen, wenn sie angeblich eine leichte Grippe haben. Meine Damen und Herren, das ein Jahr nach Beginn der Pandemie hier erleben zu müssen und einen solchen Antrag zu verlegen, ist zynisch ohne Ende. Und deswegen, wir als Deutscher Kollege Hartmann. Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Abgeordneten Hilse? Einverstanden.
Vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich möchte nur darauf hinweisen, und ich hatte es schon mehrmals gesagt, dass die AfD nicht den Klimawandel leugnet. Wer das machen würde, wäre dumm. Wir sagen einfach nur, dass die menschengemachten CO2-Emissionen keinen maßgeblichen Einfluss haben. Keinen maßgeblichen Einfluss, gut, okay. Genauso verhält es sich natürlich auch mit dem Coronavirus. Niemand, auch nicht Menschen, die draußen demonstrieren, leugnen, dass es diesen Coronavirus gibt. Und ich würde Sie sehr bitten, auch für Ihre eigene Glaubwürdigkeit dieses Vokabular leugnen einfach nicht zu verwenden, weil das macht die Diskussion einfach, unerträglich. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Nachfrage aus dem Reihen der AfD zeigt ein Muster auf. Und ich glaube, darüber sollten wir in diesem Haus einmal offen sprechen. Wenn nichts mehr wahr ist, ist auch nichts mehr falsch und der Tyrannei Tür und Tor geöffnet. Was Sie versuchen, ist die ständige Erschütterung durch falsche Behauptungen aus dem Zusammenhang reißen und falschen zitieren. Tatsächlich gibt es eine Basis, auf der wir als Deutscher Bundestag, als Demokratinnen und Demokraten, in der erfolgreichsten Republik und erfolgreichsten Demokratie der deutschen Geschichte handeln als Demokratinnen und Demokraten, weit über die Reihen einer Koalition hinaus, in dem auch der Bundestag die Opposition einbezieht und wir gemeinsam um den besten Weg ringen. Aber wenn Sie ständig aus dem Zusammenhang reißen, ständig immer wieder in Frage stellen, was auch als wissenschaftliche Erkenntnis existiert, können Sie gar keinen Kurs finden. Nehmen Sie doch nur, was die AfD auf dem letzten Bundesparteitag der AfD beschlossen hat. Sie stellen die Corona-Pandemie als solches insgesamt in Frage und erkennen nicht gleichzeitig, dass es erst der Erfolg der Maßnahmen, die wir hier beschlossen haben, dass von 81 Millionen Menschen in diesem Land nur 2,9 Millionen erkrankt sind und immerhin 77.000 unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger verstorben sind. Das müssen Sie sich vorhalten lassen. Sie profitieren davon, dass wir als Opposition und Regierung der Verantwortung nachgekommen sind, was Sie niemals tun.